Hallo liebe Freunde des Spurgeblocks, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute will ich mir ansehen, wie man mit WLAN-Geräten die MX-10 steuern kann. Das funktioniert auch bei der neuen MX-10 EC. Simu hat mir die MX-10 hier zur Verfügung gestellt. In diesem Video beschäftige ich mich mit der Firmware 01.27.0200. Diese Firmware hat Simu extra im September 2019 für die WLAN-Fähigkeit der MX-10 bzw. der MX-10 EC veröffentlicht. Die MX-10 hat kein eigenes WLAN-Modul. Wir müssen sie per LAN an den Router anschließen. Wenn die LEDs blinken, ist eine Verbindung zum Router vorhanden. Allerdings wissen wir noch nicht, ob die IP-Adresse stimmt. Über das Hauptmenü der MX-10 können wir auch die IP-Adresse ansehen und ändern. Die IP-Adresse der MX-10 muss natürlich mit dem Bereich des WLAN-Routers übereinstimmen. Nachdem die MX-10 per Netzwerkkabel mit dem WLAN-Router verbunden ist, können wir die WLAN-Geräte testen. Ihr seht, dass die Z21-App fürs iPad sowohl zur Steuerung der Loks als auch gleich zur Steuerung der Weichen und Signale funktioniert. Natürlich müssen der App die richtigen CV-Adressen für die Lokomotiven und Signale programmiert werden. Als zweites teste ich die ROCCO WLAN Multimaus. Dieser klassische Handregler ist günstig und lässt sich auch per WLAN mit der MX-10 verbinden. Wie ihr gesehen habt, lässt sich die MX-10 einfach mit WLAN-Steuerungsgeräte bedienen. Mit der getesteten Firmware-Version
lässt sich zurzeit allerdings nicht der ExpressNet-Bus nutzen. Das seht ihr am Beispiel einer Kabel-Multimaus. Nach Angaben von Simo ist das Problem bekannt und man arbeitet bereits an einer Firmware-Version, die diesen Fehler in Kürze beheben soll. Zum Schluss ein kurzer Tipp zur WLAN-Multimaus. Die zeigt im Display nur Großbuchstaben an. Wenn ihr ein WLAN-Passwort mit Kleinbuchstaben habt, könnt ihr sie zwar über die Tastatur angeben, aber vom Display wird sie es nicht angezeigt. Das irritiert am Anfang. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgebler.de. Bis dann!